und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu Ni no Kuni 2 Part 49. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der letzten Folge und ich hoffe, genauso viel Spaß werdet ihr in dieser Folge haben, denn wir versuchen ein Rätsel zu knacken, beziehungsweise, naja, eigentlich ist es ja eher so, wir kämpfen uns durch eine Massenhaftigkeit von Monstern, die dann uns nicht mehr nerven und wir deswegen ganz locker flockig da vorbeigehen können. Ach nö. Na komm, 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 komm. Und tschüss. So, wir müssen, denke ich, den hier zuerst machen. Dann laufen wir zu der anderen Feuerschale hinten. So, und dann haben wir hier Wassermuschel, die uns in den Hauptsaal führt, wo wir die letzte Schale in Time einsetzen. Pa 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 pa. Aha! Kira, smart! Man muss es ja auch mal gesagt haben. Kira ist smart. Dieser Schrei vorhin, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich sollte mich heilen. Woher das wohl kommt? Aber hier ist auch kein Speicherstein. Also gucken wir mal. Ah, hau ab, lass mich in Ruhe. Hey! Nee! Nee, versteck dich irgendwo. Oh, okay. Eva! Achtung, das wird jetzt ernst. Ich hätte vielleicht davor speichern sollen. Oh, hübsch. Valeria, du hast doch das eine Schönheit. Okay. Okay. Ich wollte eigentlich, dass die Gruppe angreift und nicht die Kleinen. Die Kleinen sind egal. Getroffen. Ja.
wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nusswunder. Fernangriffe. Packen wir einfach schnell auf Evans. Nicht sterben. Das ist ganz schön lässig, die Kleine Maus. Die ist voll hübsch, aber eben unangenehm. Warte mal, die Götterträne können wir anwenden. Ach! Nicht Orangenzeugs da. Götterträne! Danke! Treibhaltkörper haben wir noch eins. Wenn es jetzt gemein über Shanti ist, was mir auch sehr leid tut. Aber. Für Roland an. Das würden wir auch nicht geheilt. Ein Team. Okay. Jetzt haben wir hier also schon mal eine Kanone.
richtig. Und der Fee ist nicht für mich. Yay! Booster! Na komm. Das letzte bisschen. Kriegen wir das auch noch ab. Wir stehen natürlich gegen Naturgeister relativ immun. Auch wenn sie tausende von Schaden kriegt, tatsächlich trotzdem. Aber das ist halt trotzdem schwierig. Ist halt typisch viel. Was willst du? Da musst du halt. Da musst du halt für dich, ne? Los, los. Nice. Gut ab. Wow, jeder hat ein neues Level erreicht. Krasse Scheiße. Danke, danke, vielen Dank. Du hast mir das Leben gerettet. Ich hatte solche Angst. Aber ich bin selber schuld. Schließlich sagen sie uns ständig, dass wir auf keinen Fall alle an die Katalysation gehen sollen. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Ja, aber da habe ich wohl noch mal Glück gehabt. Was macht ihr eigentlich hier? Wir sind auf dem Weg zum Obdach der Miets. Ja? Wer will bitte freiwillig dorthin? Ah, aber wenn ihr eh schon dort seid, dann kommt doch bitte mal bei mir vorbei. Ich muss mich ja noch bei euch revanchieren. Also bis dann, ich gehe schon mal vor. Hey, langsam! Jetzt ist sie ja schon wieder alleine unterwegs, wenn es mal gut geht. Ein verträumter Vergelter. Wir müssen mal ein bisschen ausrüsten. Habe ich schon das Gefühl. Das ist unser Schwächstes. Jetzt ist es unser Stärkstes. Schwächste, wollte ich eigentlich sagen. Was haben wir hier noch? Das haben wir auch. Okay. Jetzt kommt unser kleiner Freund, der hat schon lange kein Update mehr bekommen. Er ist eigentlich kein... So, was haben wir denn hier noch? Jeder von denen kriegt jetzt gerade mal ein Update. Du kriegst auch mal so einen Ring. Ah, verdammt. Und den hier. Und dann kriegst du die hier. Und die hast du schon. Okay, perfekt. Affentechnisch können wir auch noch Evan eigentlich ausrüsten, fällt mir gerade so ein. Weil wir haben hier definitiv noch mal ein besseres. Definitiv besseres. Ja, tatsächlich ist das der 14er besser. Okay. Achso, und Shanti müssen wir auch noch gucken, ob wir vielleicht was Neues von ihr haben. Weil die 109er Latze geht natürlich nicht mehr. Ist klar. Oh,
Okay. Das haben wir auch. Der Todesbogen. Haben wir da auch einen besseren Bogen für dich, Shanti? Ja, haben wir. Sehr gut. Okay, damit haben wir unsere Gruppe mal wieder ein bisschen abgegradet. Das ist ja auch immer wichtig. Nicht zu vergessen und so. Das ist bestimmt der Ausgang. Oh Gott sei Dank. Getrommelt und gepfiffen. Halleluja. Das ist also der Ort, in dem die Miets leben müssen. Da kriegt man ja Platzangst. Hier riecht es genauso vermodert wie im Kanal und die Luft ist unerträglich feucht. Da war mir ja unser altes Versteck noch tausendmal lieber. Lass uns mal hören, was die Leute zu erzählen haben. Also erstmal tun wir uns hier mal unseren Ding hier holen. Unseren Portpunkt. Und dann gehen wir mal kurz hier hoch. Hier hoch. Na gut, dann gehen wir halt hier hoch. Ha! Könnt mich nicht davon abhalten, hier hochzukommen. Niemals! Niemals! Das sind aber nur noch wenige Miets. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Miets nur noch, die hier wohnen müssen. Das ist uncool. Nee. Ja. Ist ja gut. Fangen wir mal unten an, würde ich sagen. Was hast du denn zu erzählen? Dieser Teil der Stadt ist mit den alten Katalysationen verbunden, deswegen tauchen hier häufiger mal Monster auf und jagen allen einen riesen Schreck ein. Die meisten stellen eigentlich keine große Gefahr für einen Erwachsenen dar, aber was, wenn mal eins kommt, das nicht so leicht überwältigen lässt? Außerdem sind manche von ihnen giftig und eine echte Gefahr, vor allem für die Kinder. Ach, ich kann vor lauter Sorgen nachts gar nicht mehr richtig schlafen. Ja, das habe ich... Ich wollte auch nicht mit dir reden, ich wollte mit dem reden. Nicht nur die Maus, auch die Menschen irren sich. Die verhafteten Miets werden alle falsch beschuldigt. Ich bekam letztens mit, wie sie jemanden verhaften haben, nur weil er seine Hose auf links getragen hat. Er hat das selbst nicht einmal bemerkt. Wie kann man jemanden wegen so etwas festnehmen? Meine Freunde wurden alle von Wachen abgeführt. Was haben Ratoleons Handlanger nun vor? Nun sicherlich bald. In der Zwischenzeit muss ein Krapfen genügen. Was? Nee. Omi, ich hab Hunger. Wann gibt es denn ordentlich Fisch zu essen? Achso, sicherlich bald. So, dann gehen wir mal zu dem Mädel. Hallo. Hey, mein Lebensretter. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Hier, das ist für dich ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hosenbeißer. Nett. Danke. Aber ich habe gehört, dass frischer Fisch hier nur sehr schwierig zu bekommen ist. Da kann ich das unmöglich annehmen. Deine Dankbarkeit ist mir schon genug. Hm? Ehrlich? Das ist so lieb von dir. Stimmt schon, Fisch ist hier seltener als Luft und das will was heißen. Hosenbeißer ist der Lieblingsfisch von meiner Mama. Den hier habe ich mit Mühe und Not ergattern können. Früher, als ich noch ein richtiges Haus hatte, da haben wir sowas oft gegessen. Nee. Was ist denn mit deinem richtigen Haus passiert? Tja, eines Tages standen plötzlich die Soldaten vor der Tür und haben uns rausgeworfen. Mein Papa hat sich gewehrt und da haben sie ihn mitgenommen. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Oh. Verstehe. Ob wir irgendwann hier rauskommen? Vielleicht dank Dratalos ja Ratoleon früher vorzeitig ab. Meinst du, wir kriegen dann auch unser altes Haus zurück? Mein Freund ist eine Maus. Aber nachdem die Bewachung immer strenger wird, können wir uns kaum treffen. Wenn wir entdeckt werden, wird er als Verräter der Maus verhaftet. Oh, ich wünschte, ich wäre nicht als Miets geboren worden. Arigato. Dass es hier solch riesige Monster gibt. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt... Mein schönes Boot, es wird hier verschimmeln. Ich muss schnell hier weg. Irgendwo ein neues Leben anfangen. Aber wie und wo?
Wow, bist du etwa der Retter von meinem Krapfen? Du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Ich kann auf dich zählen, oder? Ja. Bevor wir den letzten anreden, reden wir noch mit den anderen. Ich finde es besser, wenn Papa Arbeit hat, anstatt dass er nur seinen Topfpflanzen beschäftigt ist. Er sagt, er wolle auch Rücken auch eigentlich gar nicht aufhören. Aber dass es nicht anders ging. Und dann wird er immer ganz traurig, wenn er darüber redet. Achso, Entschuldigung. Ich wollte dich eigentlich gerade gar nicht anlabern. Das ist echt nicht zum Aushalten hier. Seit Ratto Leon das Sagen hat, die Maussoldaten haben Freihand und können machen, was sie wollen. Wir sortieren durch die Stadt und hängen einfach jedem nicht besten Mietshaus an. Ein Freund von mir wollte in deinem Laden bloß was zu essen kaufen und sie haben ihn festgenommen, weil er angeblich was geklaut hatte. Sowas darf doch nicht sein. Und wenn man als Zeuge für jemand aussagt, stecken sie einen gleich mit ins Gefängnis. Kein Wunder, dass sich kein Miets mehr auf die Straße traut. Das sind echt schlechte Bedingungen für die armen Miets. So wie sie das anhört, hat man die Stadt regelrecht von Miets gesäubert. Aber eine Lösung auf Dauer ist das ganz bestimmt nicht. Da ist einiges faul in dem Staat, der Katzbucke. Die Miets haben zuvor die Maus unterdrückt. Deswegen finden viele Maus-Ratto Leons Politik nur gerecht. Aber ich finde es falsch, was er tut. Unrecht und Unrecht ergibt noch kein Recht. Solange er so weitermacht, kann ich unmöglich das Abkommen mit ihm schließen. Oh. Was willst du dann tun? Willst du Vergeltung? Er hat Vater und Mina getötet und mein Land an sich gerissen. Jetzt unterdrückt er die Bevölkerung. Demo! Solange er an der Macht ist, gibt es keinen Katzbucke, keinen Frieden. Ivan. Oi. Denkst du, dein Vater besaß so wenig Menschenkenntnis? Wie meinst du das? Warum glaubst du, hat dein Vater Ratto Leon sein Vertrauen geschenkt? Was soll das? Entschuldige, ich möchte einen Moment allein sein. Oi. Rück dem Jungen doch nicht so auf die Pelle. Das alles hier muss ein großer Schock für ihn sein. Ja. Er wird damit zurechtkommen. Davon bin ich überzeugt. Andernfalls hätte ich ihn nie als König akzeptiert. Da hast du schon recht. Aber trotzdem. Moshikashite, Evan-sama desu ka? E? Yappari! Oisashiburi desu, Evan-sama! ラティエ、久しぶりだね。元気にしてた？ええ、エヴァン様もご無事で何よりです。兵士が噂をしていたので、もう捕まってしまったのかと。エヴァン様、この国に居続けるのは危険です。中大院様は、あなたを捕らえるつもりでしょう。心配してくれてありがとう。でも僕は、王としてゴロネールと同盟を結ぶために来たんだ。ですが、同盟関係は難しいかと。ゴロネールはいわば鎖国状態ですから。そう聞いてはいるんだけどね。ラティエはこの国の現状をどう思う？このままだとゴロネールのみんなは。エヴァン様のお気持ちはわかります。私は中大院様はきっと目を覚ましてくれると思っています。ラウゼオ様もきっとそう思っているはずです。父上が？ラウゼオ様はマウ族への差別を和らげるよう手を尽くしてくださった初めての王でした。マウ族である私がラウゼオ様の次女となれたこと、そして中大院様が大臣に選ばれたこと、ラウゼオ様以外の王では考えられなかったでしょう。でも中大院は父上がマウ族を操るためにやったことだと思っている。そんな、中大院様は誤解しています。ラウゼオ様はニャウ族とマウ族の溝を埋めようとしていたのです。いえ、ただの侍女に過ぎない私の言葉より、ヘバン様の目でラウゼオ様のシーンを見てもらった方がいいですね。エヴァン様、
ラウゼオ様の手記を探されてはどうでしょうか? 王家の墓に一緒に収められているはずです。 父上の手記か? うん、それはいい考えだね。 ラティエ、ありがとう。 いいえ、お力になれて嬉しいです。 どうか道中、お気をつけください。 Da ist er ja wieder. Na. Du scheinst dich wieder beruhigt zu haben. Bitte entschuldigt mein Verhalten vorhin. Der hat sich ja schnell wieder gefangen. Du hattest wie immer recht. Sag ich doch. Nee. Hört alle her. Wir werden zu Königsgruft von Katzbucke gehen, dem Mausoleum. Dort befinden sich die Tagebücher meines Vaters. Ich will wissen, wie mein Vater gedacht hat, was er für ein Land geplant hatte. Na dann, nichts wie hin. Yosh. Nach dir, Ivan. Jo, das klingt doch nach einem Plan, würde ich sagen. Aber den letzten Plan, beziehungsweise die letzte Folge für den heutigen Abend, werden wir jetzt erstmal, also die vorletzte Folge, werden wir jetzt abschließen für diesen Abend. Und für alle YouTuber, bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns dann wieder. Bye, bye.